Anwohner im Elbtal haben erneut gegen den Bahnlärm protestiert. Hilferuf, Bürger in Weinböhla und Coswig fühlen sich alleingelassen. Und jetzt der MDR Sachsen-Spiegel. Heute mit Anja Köbel. Guten Abend. Wenn Sie einen Spaziergang machen, dann doch an einem ruhigen Ort. Geht es doch immerhin darum, zu entspannen. Aber in Weinböhla ist es gar nicht so einfach, einen solch ruhigen Platz zu finden. Zumindest nicht in der Nähe der Bahngleise, die ja mitten durch den Ort führen. Ein Problem, das seit Jahren die Anwohner nervt. Und genau deswegen luden Sie heute zu einem Spaziergang, einem Lärmspaziergang. Man könnte erwarten, dass die Güterzüge nicht lauter sind als diese. Ein Interview direkt an den Bahngleisen in Weinböhla fast unmöglich. Und deshalb stehen die Mitglieder der Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal auch heute hier. Der Verein für ein leises Elbtal will weiterhin Druck aufbauen und die Lärmmessungen sprechen für sich. 99,2. Und wie lärmbelästigend für die Gesundheitsbehörden ist das? Naja, wenn Sie hier mit dem offenen Fenster schlafen, dann haben Sie einen Pegel von 85. Das heißt, da wären Sie also garantiert von wach. Der Leiter der Deutschen Gesellschaft für Akustik ist extra gekommen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Gemeinsam spaziert man zu den lautesten Punkten des Ortes, misst und betont dabei, man sei kein Gegner der Bahn, sondern nur für eine leise Bahn. Die Rückschau zeigt, viel getan hat sich nicht. Seit 2010 zeigen die Bürger ihren Unmut. 2012 gab es auch hohen Besuch, aber ohne zufriedenstellende Ergebnisse. Und das trotz vorliegender Petition im Bundestag. Das ist bisher die einzigste Petition, die vom Bundestag angenommen worden ist und auch an den Bundestag weitergegeben worden ist. Das ist alles vor der Bundestagswahl passiert. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir die Bundestagswahl hatten. Damit sind natürlich die neuen Gremien noch nicht abschließend gewählt. Die Bahn hingegen verweist auf bereits gebaute Lärmschutzwelle. Weitere Maßnahmen lehnt sie ab. Die vorgeschlagene Herabsetzung der Geschwindigkeit ist aus technologischen und vertragsrechtlichen Gründen leider nicht möglich. In Weinböhla sind 2014 neue Aktionen und Zusammenschlüsse mit weiteren Bürgerinitiativen geplant. Zug um Zug kämpft man weiter und diskutiert, wenn auch mit sehr kurzen Ruhepausen. Dass Lärm krank machen kann, ist ja bekannt. Vor allem auch dann, wenn man deswegen nachts nicht schlafen kann.